Liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Runde Atlas hier mit unserem Johnny auf unserer kleinen Insel in unserem Strohhaus. Und wir wollen eigentlich heute aufbrechen, hatte ich gesagt, ne, in der Folge, in Richtung Atlas, Atlas vor allen Dingen, nee, in Richtung Atlantik, Arktis, mein Gott. Es regnet. Ja, das hat sich jetzt hiermit so erledigt. Aber ich wollte euch sowieso noch was anderes zeigen, denn ich habe einen tollen Tipp bekommen. Vielen Dank dafür, an euch wieder für die Tipps, wie immer. Ich habe einen coolen Tipp bekommen bezüglich unserem Beet, sodass wir auch andere Sachen anpflanzen können. Das würde ich gerne mal zusammen mit euch noch probieren, bevor wir losfahren. Zum einen möchte ich euch zeigen, ich habe hier überall mal so schicke Lämpchen angebracht. Guck mal. Die habe ich rundherum mal gesetzt, das habe ich offscreen gemacht. Diese Totenkopflampe, die hat hier wunderbar hingepasst. Ich finde das grandios. Ich finde das richtig klasse. Dass man das hier jetzt auch mit den Dekoartikeln und so, finde ich super. Finde ich richtig geil, ist genau mein Ding. So, Johnny, zeig den Leuten mal, was du so gemacht hast. Also wir haben hier mal Lampen hingemacht. Ich habe den ganzen Stall hier mal ausgeleuchtet. Da fehlt noch eine hinter dem Strauß. Ansonsten seht ihr ja, ich habe hier überall mal ein bisschen hell gemacht über Nacht. Dass es, wenn es Nacht ist, auch ein bisschen was sehen. Hier müssen wir noch ein bisschen mehr ausleuchten. Da sind zwar schon einige Lampen, aber ja, unsere Gerätehalle, so will ich sie nennen, die ist halt schon ziemlich groß und daher brauchen wir da noch ein bisschen was. Dann möchte ich euch gerne was zeigen, was ich gemacht habe. Und das ist richtig nice. Guckt mal da oben. Ach nee, jetzt sieht man es nicht mehr. Ach, schade. Ich habe eigentlich da mein Logo hingemacht. Wahrscheinlich habe ich jetzt versehentlich irgendeine Datei gelöscht, ihr seht's. Das ist natürlich doof. Da war schön das Kalle-Logo vom Kanal war hier oben auf der Flagge drauf. Na, da habe ich einen Fehler gemacht, liebe Leute. Das muss ich nochmal korrigieren bei Gelegenheit. Da habe ich offscreen mal ein bisschen rumgebastelt, zusammen mit dem Mr. Drake. Und da haben wir hier schöne Flagge hingebastelt mit meinem Logo. Das muss ich nochmal neu machen. Schade, jetzt wollte ich euch das zeigen. Hatte ich vorher gar kein Auge drauf. So, was habe ich noch gebaut, weil es mich einfach interessiert hat? Und zwar hier die Geschichte, wo wir uns auch Minen bauen können. Improved Settlements, Productions, ihr seht's hier, das sind diese Schränke. Aber es ist, das sind ja verschiedene Minen, die man bauen kann. Unter anderem kann man hier zum Beispiel eine Fiber Plantation bauen. Dann kann man einen Fishing Hunt bauen, also eine Fischerhütte. Locking Camp, wo man Holz farmen kann. Dann hier eine normale Mine, Product Different Types of Metal. Und dann haben wir hier Stone and Thatch. Hier haben wir Sugar Plantation. Also das sind die Sachen, haben wir ja außerhalb dieses Let's Plays wurde das ja erklärt, hier auf dem Server, wie das Ganze funktioniert. Aber ich habe mir mal so einen Teil dahingestellt, weil ich das ganz geil finde, dass wir uns, so wie ich es ja vorgeschlagen hatte, in der Arktis quasi ein paar Minen hinstellen. Und mit diesen Minen dann Materialfarm, was dann da auf der Insel alles gibt und dann jedes Mal mit so einer Art Frachtschiff in die Arktis rüberfahren können, alle paar Folgen und können uns da unser Material ranholen. So ist der Plan. Vorher will ich aber natürlich mal mit euch gemeinsam erstmal rüberfahren und vielleicht das ein oder andere Tierchen schon mit rübernehmen hier in unsere neue Base. Das möchte ich auf jeden Fall tun und gucken vor allen Dingen, ob es denen alle gut geht. So, ich möchte aber jetzt ganz kurz mal auf das Thema Landwirtschaft nochmal einsteigen. Können wir denn hier Beete bauen? Was brauche ich denn? Kleines Beet, großes Beet. Holz und Stein, das haben wir doch. Holz und... Na, das nicht der Stein, hier Stein. Zack. Ich baue mir jetzt hier gerade mal ein großes Beet, weil ich möchte was ausprobieren. Es wurde nämlich gesagt, wenn ich jetzt eine Holzfoundation nehme und die auf diesen interterritorialen Sand, oder wie das hieß, stelle, dann wird territorialer Holz... Oder territoriales Holz irgendwie draus und dann können wir da auch andere Sachen anbauen. Klingt jetzt komplizierter, wie es ist. Ich will es mal versuchen. Und zwar Boden. Da brauchen wir einen Holzboden, da brauchen wir Fasern und Stroh noch. Da haben wir doch auch zu Genüge. Da waren wir ja erst farmen. Zack. So, dann bauen wir uns da mal ein. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das so hinhaut, was da vorgeschlagen wurde. Meistens stimmt's ja, ne? Das ist richtig geil. So, passt mal auf. Wir haben jetzt hier... wir müssen wahrscheinlich erstmal das Beet nehmen, dass ich sehe, welcher Boden hier... Ja, das legen wir mal auf die 6. So. Quatorialer Sand, genau. Und wenn ich das jetzt irgendwie, wenn ich hier auf quatoriales Sand... also so eine Holzbase baue, dann sollte quatoriales Holz draus werden. Und das möchte ich ausprobieren.
Und da guckt der Strauß so halb durch bei uns. Das würde ich gerne ausprobieren, ob das funktioniert, Leute. Auf die... Ne, auf die 7 müssen wir. Hier, so, pass mal auf. Ich stelle jetzt mal einfach diese Foundation hier hin. Kommen wir mal hier drüben. Dass es auch tatsächlich im Regen ist. So, und wenn ich da drauf jetzt... Bodenholz. Tatsache. Pass mal auf, wenn ich das jetzt hier drauf setze. Dann haben wir hier... Es wird bewässert, klar. Großes Beet. Na, pass auf, wir probieren es mal. Wenn das so funktioniert, soll es mir recht sein. Dann können wir unsere Plantage halt eben hinterm Haus noch ein bisschen erweitern. Können oben dann Pfeffer und Mais anbauen. Und hier können wir dann den anderen Kram anbauen, ne? Das wäre halt schon nice. Moment, wir probieren es. Unter anderem, glaube ich, hier. Normale Erde, quatoriale Erde. Genau das sollte das dann sein. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wir nehmen das mal mit, ob das funktioniert. Haben wir... Ach nee, die Kothaufen sind jetzt natürlich alle verfallen, ne? Klar. Aber hier liegt ein kleiner Kothaufen. Zack. Hast du auch einen hingelegt? Äffchen? Nö. Wir probieren das jetzt einfach mal. So. Einlagern, kleiner Kothaufen. Halten, setzen. Keine nutzbaren Samen, Inventar. Ja, das könnte jetzt... Ah, Bodenholz. Ja, das ist natürlich schlecht, ne? So wird das dann wahrscheinlich gar nicht funktionieren. So wird das dann wahrscheinlich gar nicht funktionieren, Leute. Wahrscheinlich nicht quatorialer Sand, sondern quatorialer... Da war doch noch was anderes, Leute. Ich will es jetzt nochmal probieren. Moment. Fasern, Holz, Stroh. Stroh und Fasern noch rüber. Wir haben ja Zeit, wir müssen uns ja nicht hetzen. So, wir bauen nochmal so einen Holzboden. Und wir bauen nochmal ein Beet. Brauchen wir nochmal Stein, haben wir hier. Zack. Großes Beet, das kann wieder weg. Habe ich jetzt den Kram darüber gelegt? Ich hält. Ach, hä? Hört ihr das? Das hat sich eben angehört, als wäre hier... Nein, wir kriegen Besuch, Leute. Wir kriegen Besuch, guck mal. Die ersten Leute auf dem öffentlichen Server sind da. Guck mal, da reiten sie. Ah, guck mal, wer da kommt. Da ist der gute Mr. Drake. Moin, sagt er. Moin, moin. Sehr geil. Also, dann können wir jetzt gleich mal sehen. So könnt ihr euch dann auch natürlich hier unterhalten, außerhalb des, außerhalb von irgendwelchen Sprachchannels. Hier haben wir Blackie, Level 41. Das ist der Mr. Drake. Und der war hier unterwegs. Was auch immer er jetzt hier machen will. Wir können ihn ja mal fragen. Bären gesehen. Aktuell nicht. Schau mal weiter oben. Sau gut, Leute. Der Mr. Drake, der hat schon einen schönen Tiger hier. Sau stark. Ah, jetzt haben wir, das war ja richtig perfekt mal so zum Vorfühlen. Der Vorführeffekt. Also so wie läuft es dann hier. Da werden wir im Let's Play dann immer mal den einen oder anderen auch treffen. So spontan, der dann hier auf der Suche nach irgendwas ist. Oder wir werden natürlich uns auch gegenseitig mal besuchen, ganz klar. Ich glaube, er hat sogar noch seinen Kumpel dabei. Der da vorne irgendwo ist. Naja. So, Leute. Wir wollten das nochmal probieren mit dem... Ah, der Mr. Drake.
Komm, wir folgen ihm mal. Ha, die Leute wollen alle was von mir, uns von uns. Vom guten Johnny, guckt euch das an. Jetzt hätten wir uns ein Tier nehmen sollen. Was ist das denn hier? Eine Alpha-Möwe. Ey! Da hinten, ja. Ja, ja, sau gut. Ja, guckt mal, Leute. Da baut der Drake. So wie es aussieht. Da baut der Mr. Drake. Auf unserer Insel ist es dann. Das ist ja cool, da haben wir ja unmittelbare Nachbarschaft, ne? Wenn wir mal wieder keinen Zucker im Haus haben, dann können wir mal rüber zu Mr. Drake und können ihn fragen, ob er ein Päckchen für uns hat. Ist ja hervorragend. Leute, ist ja hervorragend. Das gucken wir uns jetzt natürlich an, ne? In aller Ruhe, das müssen wir mal abchecken. Wusste ich gar nicht, dass der Mr. Drake hier baut. Na, was hat er denn? Johnny, pass halt auf. Guck mal. Da hat er schon seine Werft hingezimmert. Gebiet Dodo, Freunde. Alter. Da hat er sich schon schön was hingebaut hier. Boah, schön aufs Wasser. Guckt euch das mal an. Noch im Bau, sagt er. Ah, der Edwin ist noch dabei. Edwin Monteno. Johnny, wo hast du schwarzen Pfeffer her? So. Ja, cool, Leute. Ah, das ist jetzt so die Geschichte. Das gefällt mir jetzt richtig gut. Da ist er. Edwin. So, da konnten wir doch den ersten Leuten schon weiterhelfen. Ja, das ist richtig cool, Leute. Also das kann jetzt halt mal passieren, dass wir so im Let's Play dann mal hier so ein bisschen abgelenkt werden, ne? Indem wir dann sehen, aber das hat er mal richtig schön gebaut hier, guckt euch das mal an. Das hat er ja schon richtig schön hingezimmert. Ist noch nicht fertig, ist noch im Bau, aber gefällt mir schon ganz gut. So, also, in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen Mr. Drake und Edwin. So, wir... Sau gut. Nee, das ist gar nicht Mr. Drake, das ist der gute Lennox. Der Lennox ist hier der Sohn von Mr. Drake im Real Life. Der spielt auch schon mit, also das ist ja Wahnsinn. Es sind ja schon so viele Leute hier. So, ich krieg schon gleich ein Geschenk. Ja, sehr nice, Leute, sehr nice. Lennox hat was für... Er hat ein Geschenk für Johnny. Leute! Wir haben ein Geschenk von Lennox bekommen. Einen Pinguin, Leute. Wir haben einen Pinguin. Oh, wie geil ist das denn?
Wir haben den Pinguin. Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt, Leute. Ah, oh, das ist klasse. Das ist genau das, was ich meinte mit diesem Community-Server. Ach, das ist ja hervorragend, Leute. Ah, das passt ja jetzt mal richtig schön hier rein. Mit diesem. Guckt euch das an. Ist das nicht geil? Wir haben einen kleinen Pinguin. Geschenkt bekommen vom guten Lennox. Also an dieser Stelle, Lennox, wenn du die Folge siehst hier, vielen lieben Dank an dich. Richtig nice. Da freue ich mich voll. Also, jetzt haben wir gesehen, die ersten Leute sind schon hier auf dem Server. Komm mal her, setz den mal ab. Kann ich den absetzen? Hey. Ist der geil, oder? Ach, ist der geil. So, Verhalten. Dein Ziel angreifen machen wir nicht. Wir machen neutral. Und er soll uns natürlich folgen. Ach, das war jetzt wieder entgegen allem, was ich heute in der Folge vorhatte, aber das ist cool. Sowas macht mir richtig Spaß. Achso, warte mal, die Entfernung vielleicht noch. Folgeabstand auf niedrigste, dass er uns nicht verloren geht. Komm. Ja, guck mal. Ach, ist das geil, Leute. Ah, ist das geil. Ein Pinguin. Komm, komm, Pinguin. Wir gehen nach Hause. Ach, ist das stark. Ist das stark. Komm, Pinguin. Komm. Ach, du bist viel schneller wie ich, ne? Und da war es ja klar. Johnny ist ja ein bisschen langsamer. Und jetzt für ein Land wirst du halt ein bisschen länger brauchen, ne? Komm. Ist das geil, Leute. Ist das stark. Guck mal, jetzt watschelt er da so rum. Oh, da ist der knuffig. Komm, wir jagen dich. Sind wir zwar ein bisschen langsamer, aber immer noch schneller, wie wenn du jetzt hinterherläufst. Ja, geil, Leute. Also, dann haben wir jetzt in unmittelbarer Nähe Nachbarn. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, der Server ist jetzt, wo ihr zu diesem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge seht, ist der Server bereits offen. Das heißt, jeder kann diesem Server joinen und kann mit uns bauen. Wir nutzen die Blackwood Map, das haben wir ja schon alles erklärt. Schaut euch dazu gerne die beiden Infovideos an, hier bei mir auf dem Kanal, die dazu rauskamen zu diesem Server. Joint unserem Discord-Server und lest euch die Regeln durch, ganz klar. Dann erhaltet ihr auf dem Discord das Passwort für den Server hier und dann könnt ihr natürlich mitspielen, ne? Und könnt natürlich hier Johnny besuchen kommen. Johnny wird euch mal besuchen kommen. Alles gar kein Problem. Man kann sich untereinander austauschen. Ich stelle euch ja auch auf meinem Discord-Server Sprachchannels zur Verfügung. Aber wenn ihr die nicht nutzen könnt, habt ihr ja gesehen, man kann sich auch so via Chat dann hier auf dem Server unterhalten. Also richtig nice. Finde ich richtig klasse. Jetzt haben wir in der Folge gleich mal so ein bisschen die Nachbarschaft besucht. Da wissen wir, da vorne wohnt der Mr. Drake. Und der gute Lennox. Sehr geil. So, und wir haben den. Ach, über den Pinguin freue ich mich jetzt aber. Da hat Johnny einen kleinen Begleiter, ey. Oh, den müssen wir irgendwie, den müssen wir, auf den müssen wir gut aufpassen. Wie nennen wir ihn denn? Ich hoffe, dass da vorne ist eine Kuh. Ja, gut. Gott sei Dank. Dachte eben schon wieder. Da ist irgendwo ein Tiger, weil es ist mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert, dass hier irgendwo dann komischerweise Tiger spawnen und zack, alles am Arsch, ne? Da hängt schon wieder ein Elefant in unserer Falle. Und die Giraffe ist schön. So, Leute, jetzt wird es langsam dunkel. Jetzt haben wir halt wieder das nicht, wir machen das jetzt aber noch mit den Beten. Das will ich in der Folge noch fertig kriegen. Aber ich fand es jetzt so cool. Komm, Pingu, du darfst. Wie nennen wir ihn denn? Pingu. Wir nennen ihn Pingu. Guck mal, hier hast du auch gleich Freunde. Ist der süß, guck mal. Was ist denn jetzt? Ah, du kommst hier mit dem Teppich nicht lang, ne? Ja, du bist ja so süß. Bist du süß? Dich nennen wir Pingu. Inventar öffnen. Hier konnte man das, glaube ich, ne? Was frisst denn ein Pinguin? Fisch wahrscheinlich. Fisch wahrscheinlich, oder? Aber wie er sich freut. Wie er sich freut. Oh, warte mal, Leute. Kann ich ihm. Warte mal, jetzt muss ich was ausprobieren. Kann ich ihm hier so eine Kappe aufsetzen? Weil da was stand mit Kopf. Ging das so?
Oh, ist das geil, Leute. Guck mal, wir können unseren Pinguin in den Kappa aufsetzen. Ach, ist das stark. Komm mal her, Pingu. Du heißt jetzt, warte mal, Optionen, Name ändern. Dich nennen wir einfach nur Pingu. Pingu. Du bist ein süßer Pingu. Und wo parken wir dich denn jetzt? Du stehst jetzt hier ein bisschen im Weg, ne? Guck mal, hierhin vielleicht. Ah, bist du süß. Frisst du jetzt Fisch, sag mal? Das ist halt eine Frage. Jetzt hat er hier eine Kappe auf, Alter. Ist das geil. So, Leute, lasst uns jetzt gerade nochmal fix die Geschichte hier machen. Das war jetzt so ein bisschen eine chaotische Folge schon fast, ne? So, da haben wir quatorialer Sand. Und irgendwie wurde geschrieben, wenn wir das auf quatoriale Erde setzen. Quatorialer Sand überall. Da, quatoriale Erde. Ich will das jetzt nur mal probieren, wir werden das dann da wieder wegreißen, ne, klar. Aber im Notfall werden wir uns dann halt hier außerhalb so ein bisschen den Garten bauen. Und wenn ich jetzt mal, Moment, wenn ich jetzt mal hier reingucke, brauchen die Kartoffeln normale Erde, quatoriale Erde. Das heißt, hier könnten wir auch ohne Ding quatoriale. Ja, Leute, da machen wir das ganz anders. Dann bauen wir uns hier so abwärts ein bisschen in den Garten hin noch, oder? Würde ich sagen. Das machen wir dann, wenn wir dann wieder zurückkommen aus der Arktis. Da bauen wir uns hier oben einfach so einen schönen, machen wir einen Zaun drumherum und bauen uns einen schönen Garten hin. Genauso machen wir das. Finde ich nice. Dann haben wir da oben nämlich die Geschichte mit Pfeffer und Mais. Ich reiß das mal wieder ab jetzt hier. Den Dünger können wir auch wieder mit reinnehmen. Und das reiße ich auch ab. Dann stellen wir uns da oben, machen wir uns einen schönen abseitig, so, ja, so ein bisschen Garten abseits, ne? Kennt man ja auch, ist ja auch nichts Ungewöhnliches, dass im Garten immer so ein bisschen abseits ist. Okay, Leute, wir hatten eigentlich soweit alles an Bord, ne? Die Tiere, da muss ich mir noch was einfallen lassen, dass wir die Tiere hier, irgendwie, dass wir da noch ein Tor reinbauen. Weil das ist ein bisschen, ja, die stehen mir dazu offen, wenn da ein Tiger rumläuft, Alter, dann latscht der da halt direkt rein. Ich glaube aber, wir hatten sogar hier noch eins, oder? Großes Holztor, genau. Das lege ich mal hier rein, das Beet kommt auch, da hätten wir sogar noch ein Beet gehabt, guck mal. Ich nehme das jetzt hier mal mit. Mal gucken, ob das passt. Das wird aber wahrscheinlich dann wieder zu groß sein, fast, ne? Oh Leute, das passt fast dahin, guck mal. Ah, guck mal. Das ist schon fast zu groß, ne? Ehrlich sagen, das ist ja schon fast zu groß. Ja, das ist schon fast zu riesig. Ja, nee, das gefällt mir so nicht. Aber, ich sag's euch, wie es ist, wir lassen das Ding jetzt hier erstmal. Solange wie wir unterwegs sind, dass wir sicher gehen können, dass unseren Tieren hier nichts passiert. Und dann reißen wir das wahrscheinlich wieder ab, weil das ist jetzt einfach, das ist mir schon wieder zu groß. Das ist ja riesig überdimensional hier die Geschichte. So, wenn ihr euch wundert, was ich hier gerade zu essen habe, das habe ich im Freeport bekommen. Als wir hier noch ein bisschen rumgebaut haben. Okay, Leute. Dann würde ich schon fast sagen, ich beende die Folge hier an dieser Stelle. Wir haben jetzt Nacht 21:54. Wir machen noch Folgendes. Wir haben eigentlich alle Tierchen hier. Jetzt müsste ich halt bloß wissen. Warte mal, wir sind doch aber jetzt hier auf einem öffentlichen Server, ne? Dann können wir doch hier mal fragen. So, ich habe gerade mal in die Runde gefragt, was denn der Pinguin frisst. Weil das müssen wir noch machen, nicht, dass der uns stirbt, das will ich nicht. Und dann lassen wir das Tor jetzt einfach mal dran, professorisch. Komm mal her, du. Dich stellen wir auch mal vorsichtshalber rüber. Ja, Ganze, alles klar.
So, unser Strauß hat auch schon wieder. Der gibt Geräusche von sich, die sind halt jenseits von Gut und Böse, ne? So, die stellen wir jetzt auch mal hier rein, weil das gefällt mir so gar nicht. Mit diesem, dass es auch nach innen aufgeht und so. Aber wir lassen es jetzt einfach mal, dass die Tiere da drin geschützt sind. Und dann müssen wir da noch ein bisschen dran umbauen. Gut, und die Kuh? Du bleibst hier stehen, ne? Leitkuh. Hier macht keiner was. So. Und er frisst ganze Fische. Jetzt müssen wir halt mal gucken. Das ist, wir haben ja keine ganzen Fische. Wer sind denn seine Vorfahren? Ah, wilde Vorfahren. Wo hat er denn die Pinguine? Ich habe noch gar keine Pinguine gesehen. So geil mit der Kappe auf, oder? Mit der Kappe auf. Aber Pinguin, wir brauchen die Kappe wieder. Die gehört ja Johnny. Du kriegst eine neue. Ne? Du kriegst eine neue. So, lasst uns hier mal noch den Kram rüberpacken. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Das packen wir hier rein in unseren Schrank. Dann wissen wir aber jetzt, dass da quatoriale Erde und was, wo geht denn der andere Kram? Es geht auch auf quatoriale Erde, Karottensamen. Es geht hier, kein Boden, gefrorene Erde, Tundra. Die Maissamen, ah, das war der, okay, kein Boden. Und hier haben wir auch quatoriale Erde. Super, wir wollen ja am Freeport vorbeifahren, ne? Auf unserem Weg in die Arktis. Und da will ich nochmal gucken nach Samen, ob ich mir da was kaufe. Weil das ist ja dann auch mein Plan, dass wir eventuell ein paar Samen, oder ein paar Erzeugnisse, die wir hier selbst herstellen, dass wir die dann auf dem Freeport auch verkaufen. Ne? In unserem eigenen Geschäft. Das ist ja so der Plan, dass wir ein bisschen Handel betreiben. So, okay Leute, dann würde ich sagen, das passt ganz gut. Wir starten in Richtung Freeport. Mit unserer El Diablo. Und dann kann ich einen Cut machen, kann schön gemütlich zum Freeport fahren und schalte euch dann wieder dazu, wenn wir dort sind. Weil die Schifffahrten, wenn da nichts Aufregendes passiert, die muss ich ja nicht jedes Mal, ja, die muss man ja nicht jedes Mal machen. Also ich kann es ja, ich habe ja den Finger immer auf der Taste. Ich habe ja ruckzuck, kann ich euch die Geschichte hier dann, euch dazu schalten, wenn irgendwo was Aufregendes passiert. Ja, aber ihr seht ja das Tor, ne? Das ist absolut so überdimensioniert. Und ich muss mich jetzt dran gewöhnen, dass da auf der Insel noch andere Spieler rumrennen. Eben habe ich mich schon gefragt, was leuchtet denn da oben so komisch? Das wird der Mr. Drake oder der gute Lennox sein. Die da oben wohl auf Bärensuche waren, glaube ich. So, perfekt. Jetzt muss ich aber nochmal eins gucken, bevor wir hier weitermachen. Ob meine beiden, nee, die sind weg, alles klar. Der Herr, ihr seht, die beiden Leute sind weg hier. Das hat damit zu tun, der Mr. Drake musste den Server nochmal neu starten und den Mod entfernen, weil es da ein Problem gab. Das heißt, die sind momentan diese NPCs, die man nur einmal kauft, hier oder die man hier auf dem Server nur einmal kaufen kann, ohne dass sie dann weiter Geld kosten, die stehen momentan nicht zur Verfügung. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er es jetzt wieder reingepackt hat, aber da gibt es auch Geld zurück, hat er gesagt. Weil die kosten ja Geld, ne? Die kann man sich ja im Freeport, kann man die sich holen. Und da werden wir dann jetzt nochmal gucken, dass wir im Freeport vielleicht den einen oder anderen NPC noch kriegen. Weil die können wir ja nicht nur gebrauchen hier auf dem Boot, sondern wir brauchen dann auch einen NPC eventuell hier mal so, der uns ein bisschen hilft, der uns ein bisschen begleitet oder so, ne? Die brauchen wir ja dann auch. Deswegen mal gucken. Wir haben ja Gold haben wir dabei. So, rückwärts langsam hier raus. Ach, hervorragend. Wir müssten halt in die andere Richtung, ne, Johnny? Ich hatte im Übrigen auch die Segel bemalt. Es kann jetzt sein, dass die vielleicht sogar noch da sind. Die sehen mir noch so schwarz aus. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe auch die Black, unser Schiff mal ein bisschen angemalt in schwarz. Wir haben uns da ein bisschen rausprobiert. Ich habe das dann auch einfach gelassen, anstatt alles wieder zurückzusetzen. Ich hoffe, das ist natürlich okay. So. Guck mal. Selbst die Segel sind schwarz. Ist das nicht geil? Das ist jetzt die Black. Die El Diablo ist schwarz. Was denn sonst? So. Mal die Segel richtig stellen. Und jetzt müssten wir halt hupen können, ne? Während wir da vorne vorbeifahren. So, Leute. Perfekt. Ganz kurz gucken. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Ich habe gar keine Lampe an, sehe ich gerade.
ob wir in Richtung Freeport fahren. Jo, wir schippern jetzt genau rüber in Richtung Freeport. Das machen wir. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge, dann drüben am Freeport. Ja. Und dann gucken wir mal, was wir da noch treiben, bevor es dann weiter in die Arktis geht. Also in diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.